Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Videolog. Natürlich immer noch brav improvisiert. Heute wollte ich eigentlich ein Video darüber machen, wie ich mein Mais bearbeite und den zu Maismehl verarbeite, weil ich möchte im Zuge der Selbstversorgung versuchen, komplett ein eigenes Brot zu backen oder mein eigenes Brot zu backen. Und da ich von Gersten- und Weizenanbau noch keine Ahnung habe, das will ich dieses Jahr dann auf jeden Fall auch probieren, habe ich mit Mais angefangen. 2019 und 2020 habe ich etwas angebaut, und zwar so eine rötliche Sorte, die ich von Bekannten, die in Peru Urlaub gemacht haben, mitgebracht habe. Und im ersten Jahr 2019 sah er noch normal aus. Und im zweiten Jahr hat er spitze Maiskörner gebildet. Das hat ganz schön wehgetan beim Abpulen. Und es gibt Erdbeermais. Also der ist auch rot und der hat auch ganz typisch diese spitzen Kerne. Von daher denke ich, dass ich da irgendwie eine Mischung mit bei habe. Ja, und also das hier ist Saatgut für nächstes Jahr. Ich habe dann diesen Mais aufgekocht. Und habe ihn quasi weich einmal durch den Fleischwolf gehauen, sodass wir quasi hier so ein wunderschönes Maisgranulat haben. Und das ist dann wieder ein paar weitere Tage getrocknet. Und da habe ich heute angefangen, den durchzumahlen. Und man sieht es jetzt vielleicht nicht richtig, aber er fällt schon wie normales Mehl. Und das Schöne daran ist, durch das Aufkochen hat sich sehr wahrscheinlich so etwas wie Klebereiweiße gebildet, und der soll sich jetzt angeblich also verhalten wie Mehl und nicht einfach nur wie geschroteter Mais. Ich werde da auf jeden Fall weiter von berichten. So, da bin ich wieder, und zwar habe ich hier einen Mais-Sauerteig-Ansatz. Und zwar habe ich von der 2019er-Ernte quasi einfach Maiskörner genommen, die getrocknet und geschrotet, klein gemahlen, und habe damit versucht, einen Saueransatz zu machen. Und es ist sauer geworden, also die Milchsäurebakterien sind auf jeden Fall da. Teilweise schlägt es sogar Bläschen, also da ist auf jeden Fall eine Sauerteigreaktion. Und man merkt auch, also wenn ich hier drauf drücke, da ist ordentlich Schub hinter. Und ich werde das jetzt, also der hat jetzt fast ein ganzes Jahr lang einfach im Kühler gestanden, aber es hat sich kein Schimmel gebildet oder sowas. Also wie gesagt, das Sauermachen hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt kommt es eben darauf an, ob dann quasi durch das Aufkochen des Maises und das danach Durchmahlen wirklich genug Klebereiweiße entstanden sind, dass sich dadurch ein Teiggerüst bilden kann. Also es bleibt spannend. Ferner sollte dann die Lockerung oder der Trieb dadurch nicht funktionieren, habe ich hier ein Hefewasser angesetzt. Und zwar ist das Schöne daran: Äpfel aus dem Garten, Honig aus dem Garten, Wasser aus der Leitung, und ansonsten wird es jetzt jeden Tag immer schön geschüttelt. Also der ist jetzt schon 2-3 Tage alt. Und also der arbeitet schon ordentlich und fängt jetzt auch schon an, leicht säuerlich zu riechen. Und die stehen hier unten auf der Heizung und werden noch ein bisschen weiter fermentieren. ja, auf jeden Fall Hefewasser. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall versuchen, ein eigenes Brot komplett aus dem Garten hinzubekommen. Der Honig ist kein Schummeln, weil der ist auch aus der Kolonie. Da habe ich von dem Imker ein paar Liter bekommen. Und also den verkoche ich und verbacke ich schon ganz, ganz, ganz fleißig. Ja, noch etwas. Ich hatte für heute geplant, dass das Ganze heißt The Sweaty Way to the Oberarme des Todes, aufgrund der Tatsache, dass ich den Mais mahle, weil das ist wirklich eine ziemlich, ziemlich aufreibende Sache. Aber
Ich habe noch einen fantastischen Anruf bekommen, dass heute, es hat geregnet in Strömen, dass knapp 3 bis 4 Tonnen Steine für den Garten geliefert werden, die ich letztes Jahr im November bei einem Ausverkauf relativ günstig bekommen habe. Und ich hatte schon Angst, dass die nicht mehr kommen. Und heute habe ich dann den Anruf bekommen, dass sie natürlich heute kommen. Und zum Glück sind noch ein paar Leute zum Helfen gekommen und ich hänge noch ein paar Impressionen von der anderen Schweißarbeit heute hinten dran. Damit würde ich sagen, das war's eigentlich. Kleines niedliches Video. Wie gesagt, Maisbrot ist eins meiner nächsten Projekte. Ich habe schon angefangen, die ersten Sachen auszusehen. Die stehen etwas weiter hinter mir. Da kommt demnächst auch ein kleines Logilog zu. Und ja, es geht vorwärts. Es geht vorwärts. Und wie viele Tonnen waren das jetzt, Doro? Nee, muss mehr gewesen sein. Ach so, drei Tonnen. Was? Ach so. So eine kleine Studie, wie Doro jetzt so einen Stein darüber hieft. Das macht sie jetzt seit heute Morgen um 8:24 Uhr. Ja, genau.